Feierabend! Schule ist vorbei. Super Freizeitmodus activated in Persona mit Cloud am Steuer. Herzlich willkommen. Wir haben uns überlegt, wir schauen uns erstmal den Kalender an. System. Was hier an diesem 29. und warum der so rot markiert ist. Das wäre ja mal ganz interessant zu wissen. 29. steht Showa Day. Also wahrscheinlich irgendein Feiertag für. Weil es gibt auch immer die sowieso Periode. Nee, die Periode, wie ist das immer? Dynastie. Und das war, glaube ich, Showa-Dynastie war auch eine davon gewesen, diese eine Zeiteinteilung in Japan. Und wahrscheinlich der Feiertag dazu. Okay. Wir sind tired. Sup, Harald? You going to practice today? Dann würdest du auch du sprechen eigentlich, oder? Ja. Die kleine Offer. Ja. You're not going? Dude, you need to get motivated. Have you been eating right? Jetzt können wir gar nicht mehr, oder? Vielleicht können wir wieder, aber ist egal. So, wir wollten jetzt als erstes zum Arzt gehen. Und dann, wenn der Nachmittag noch nicht rum ist, ins Student Council. Und dann mit dem komischen Typen essen. Genau. Der Arzt war, glaube ich, ein Stück aktiver. Auf jeden Fall war er am Ende eines Ganges, aber so wie es aussieht, ist er aktiver. Ja. Ich glaube, dann war er bestimmt auf der Seite. Ja. Dann müsste er gleich rechts von dir sein. Ja, da sind Toiletten. Ich gehe mal hier auf Toilette, weil ich wirklich wissen will nicht, dass wir aus dem geheilt werden sollten. Ich glaube nicht, dass er genau beim anderen Gang ganz hinten links war. Meinst du? Ja. Music Room, ne. Jetzt geht das schon wieder gut los. Wir haben es nicht nötig, die Frau anzusprechen, die uns sagt, wo in der Schule was ist. Bestimmt doch eine Karte, könnte ich wetten. Oh, guck mal, wer hier steht. Sprechen wir erstmal nicht an. Dann halt nicht. Nurse Office. Genau. How can I help you? Well now, what do we have here? You seem unwell. Is it a wound, a virus, a curse, or is it love? We studied too much. This is a perfect opportunity to try my new concoction. Mr. Edogawa has a huge grin on his face. Medikamententests an uns, na sehr schön. Here, try this. It includes bitter mugwort, poison carrot, henbane, jujube, rabbit's foot, etc. etc. Das klingt ja sehr hilfreich. Even Haku-san's finest alchemist would be astonished by the ingredients. I shall treat your illness right here now. Now, drink this. Come on, drink up. The most bizarre smell that you ever encountered in your life is drifting out of the bottle. Das klingt ja gut. Will you drink it? Selbstverständlich. Corones. After drinking the concoction, your condition doesn't seem to be any better. Schade. Phew, well done. Whether or not you get better is inconsequential. You survived! Cheers to your bravery. Sorry to have deceived you. Ich merke schon, der hat wirklich gut. Yeah! Okay. Yeah! Alles richtig gemacht. If you excuse me, Saturn is calling. Die Schule hat ja einen richtig guten Mann, einen richtig guten Aufseher. Also gehen wir heute einfach früh ins Bett, damit wir wieder nicht mehr tired sind. Gut, sprechen wir jetzt mit Mitsuru. Aber es ist noch nicht auf das Gute. Ich habe nämlich mal ihren Namen gemerkt. Hi, du, are you heading home now? Was? Wieder noch? Scheiße! Ja, see you later. Goodbye. Okay. Oh, puh. Okay, also hätten wir die Wahl auch mit ihr wahrscheinlich jetzt am Nachmittag ein Event zu haben. Aber wir wollten ja lieber mit unserem. Hier können wir drin Zeitlinien, da konnten wir bisher auch noch nicht rein. Ja, aber wenn du jetzt da liest, vergeht wieder Zeit. Ja, ich meine ja, aber da konnten wir bisher auch nicht rein. Wir wollten eigentlich mit dem Typen essen gehen, nicht wahr? Genau. Wir wollten erstmal in die Dings Student Council gehen. Wo war das gewesen? Eine Etage hoch. Nur mal reingehen. Wir speichern aber vorher, falls der Nachmittag vergeht, weil wir dort reingehen. Weil ich stelle mir vor, da wir ja dort auch einen Arcana haben, wird eher sowas kommen wie, hey, möchtest du ein bisschen mit uns helfen, was arbeiten? Und wenn wir da ja sagen, vergeht Zeit und unsere Arcana Nummer 4 wird dadurch besser. Stelle ich mir vor. Was ist eigentlich das hier? War das der Arzt? Mit der roten Lampe. Vielleicht so ein Notkoffer, wenn Alarm ist, so Pflaster drin sind oder so? Ah.
Achso, so wie erste Hilfe. Okay. You're not feeling good as well. Schade. Warum dieses verdammte Student Council? Noch einen Raum links neben dem PA-Raum. Genau da. Stimmt. Die Door ist locked. Das ist not- Montag, Mittwoch, Freitag. Ach, guck mal. Hatten wir das nicht schon mal uns aufgeschrieben gehabt? Damals, wo der Raum noch gar nicht zur Verfügung stand. Ein Glück, dass wir Junpei gesagt haben, ab und zu vergessen wir mal Sachen. Wir können joggen gehen, wir können mit dem einen Typen essen gehen, was wir jetzt mal machen wollen. Oder wir gehen mit Mitsuru nach Hause, aber wir gehen lieber hören, was er mit seiner Lehrerin vorhat. Genau. Hey, halt. Dude, you guys sounds pretty hot. I bet she has really high standards. She probably won't even look at a guy unless he's really good looking. Well, it doesn't matter to me anyway. I'm not really interested in her. Du betont das ziemlich auffällig oft, oder? Ja. Hey, what's up? I'm heading home right now. What are you doing? It seems like he wants to walk with you. Since you have Nekomata persona, Magician Arcana, should Genji... Genau, weil wir die richtige Person haben, kriegen wir nämlich mehr Punkte, wenn wir mit ihm was machen, als wenn wir mit anderen Leuten was machen. Ach, denkst du, das ist echt daran? Ich dachte, das war jetzt nur der Hinweis, du hast eine Persona mit diesem... Es wurde doch, glaube ich, mal gesagt, du kriegst mehr Punkte, wenn du mit den Leuten was machst. Das war doch mal in irgendeinem Intro. Nein, das wurde gesagt, wenn du mit den Leuten was machst, bekommt deine Personas, wenn du sie fusionierst, mehr Punkte. Das reicht doch, wir trotzdem machen, oder? Mieten ja, wir. Also, ja, wir machen trotzdem jetzt mit. Mieten wir ihn mal. Ja, das doch. Huh? You will? Cool. Let's go somewhere then. Wo okay, werden wir wohl hingehen? Ich wette, wir sind wieder in diesem blöden Ramen-Shop. Surprise, motherfucker! Iva Todai Strip Mall, Ramen Shop, Agakure! Contrary to its simple appearance. Das ist eine Eiche. Ja, das ist das Eiche. Dude, I'm so sick of this. Du gehst doch immer wieder hin. Mach What's Cool. Weil, what, nicht live? Weil, what? Ramen? Ergibt keinen nicht Sinn. Live vielleicht? Warum soll er mit dem Leben? Also, ich würde eher sagen, weil er immer so rumnörgelt. Also ich würde fragen, also wenn du möchtest, wir können auch live machen. Nee, mach's gut, oder? Dude, I've been sick of school since my first day of freshman year. Kenji is silent. I mean, I wake up, go to school, listen to lame-ass lectures, come home, eat, watch TV, go to sleep. Ja, das hätten wir vielleicht live nehmen sollen. Kenji is deep in thought. Wir hauen ab. Geh mit Mitsuru heim. Well, Harald, that settles it. I'm gonna get myself a girlfriend. Mit dem müssen wir uns öfter dran, sehr lustig. Schön, dass wir dir helfen. Ja, das war völlig blöde. You can do it. Das wäre, glaube ich, schlecht. Er will doch eh seine Lehrerin haben. Was hat denn jetzt auf einmal geändert? Können wir sagen, nimm die Dicken hier. Sure, go for it. Go for it. Thanks, dude. Soon I'll have a girlfriend, just like you. Just like me? Haben wir eine? Na, er meint wahrscheinlich hier mit. Wir haben noch letztes Mal insistiert, ja. Ja, aber okay. Schön, dass er das so sieht. Der denkt, das geht ganz schnell. Na, dann soll er an dem Glauben bleiben. Bedenkt. Kenji is getting excited. Well, I guess I'm gonna go ahead with my secret plan, dude. Jawohl. Deswegen sind wir noch mit ihr. I told you right. I'm going after a teacher. I'm gonna ask her out and make her fall in love. Wie will er das schaffen mit Pillen? Her name is Miss Kano. You don't know her, do you? She teaches 12th grade ethics. I'm totally acting her plan. Acing, Herr Klaas, so schön. Was heißt Acing? Eins schreiben. Also A als Note. Die, haben, doch, die haben auch A bis F und Acing ist, dass du immer A's bekommst. Achso, okay. She's not the most beautiful woman, but she's really cute. She has pretty eyes, a nice little body and... 200 kilos too much. Kenji is going on and on about Miss Kano's finer points. Hey, man, don't tell anyone about this, okay? You're the only one to know. Und wahrscheinlich der Ramen-Verkäufer hatte. Kenji confided in you about his plan. Your relationship is stronger now. Jawohl, gleich wieder ein Aufleveln. I have voices in my head, they talk to me, they understand, they talk to me. Thou art I. Das kennen wir ja schon. Ja. Classmate Social Link is reached level 3. Your power to create persons in Magician Arcana has grown. Fährt er wieder seine Fernsehserie verpasst, du musst darum schnell nach Hause. Dude, I'm getting so psyched. Let's devise a plan of attack. Sollen wir kurz speichern? Bevor das schief geht? Ja, yeah, come on, let's do this.
Ne, wir werden hier nicht neu lernen, wenn wir eine falsche Antwort treffen. Das haben wir dann Pech gehabt. You walked home with Kenji and talked about his plan. Nein, war, nein, also meine, nein, also das war in-game auch mäßig, so nach dem Motto, ja, los, ja, mit deinem Plan. Oh Mann. Oh Mann. Welcome back. For your information. The internet line, which has ripped apart by the shadow, will be fixed tomorrow. If you have a computer in your room, you should be able to connect. Ooh. Well, they'll take care of everything that was damaged. Except, of course, Akihiko's ribcage. Yeah. Der wird wohl nie wieder fit. Speaking of the internet, you play any online games, dude? Definitely. Wollen wir ihn erstmal fragen, was er für Spiele meint? Nö. Ja sagen, sofort. Nice. Nice. Dude, you gotta check this out. It's called Innocent Sin Online. I was totally addicted to it, but then I got burned out. Give it a try. Jawohl. Jetzt können wir noch mehr Abend machen. Jetzt können wir wahrscheinlich nicht nur studieren, sondern auch zocken. Super gut. Das wird wahrscheinlich unser Charme. Sie sitzt in der Lounge. Das heißt, Tartaros ist nicht Pflicht morgen. I heard a lot of gamers love Innocent Sin Online. Since tomorrow is a holiday. Siehst du, morgen ist Feiertag. You should play it, dude. If you use a tactic standby, then we'll stand by, no matter what. Du machst sowieso Standby, schon seit, du machst schon seit Beginn des Spiels Standby. You should probably use it when you're waiting for an analysis or when you want to defeat an enemy. It's a pretty boring tactic, though, if you ask me. Siehst du, damit hätten wir die Schwachen Gegner am Leben lassen können, anstatt sie immer wegzukillen. How are your explorations of Tartarus proceeding? Wer spricht denn eigentlich sonst immer? Zu dem haben wir, glaube ich, keinen. Really good. Ja. Naja, wir sind sogar schon dem Tod begegnet, mehr oder weniger. Excellent, then continue the good work. Mit dir? Are you feeling alright? Nee, wir sind tired, darum wollten wir heute früh ins Bett gehen. Shinpai ist auch nicht fit. Dann machen wir auf jeden Fall früh ins Bett gehen. Was, aber wir haben nicht jetzt nicht bekommen, wir sollen Computer spielen. Nee, er hat ja gesagt, morgen ist Feiertag, ja, oder wir morgen sollen wir spielen, hat er gesagt. Ich würde aber sagen, damit wir aus unserem Tired endlich mal rauskommen, machen wir heute doch früh ins Bett gehen. Ja. Weil wir haben gesehen, der Arzt konnte uns nicht helfen, das wollten wir ausprobieren. Ansonsten wären wir halt Mittwoch wieder nicht in den Tartarus gegangen. Na, wir können ja trotzdem auch Mittwoch nicht in den Tartarus gehen. Nichtsdestotrotz, aber ich würde sagen, wir machen erst was Tired weg. You know, it's pretty hard to heal you when you get sick. For example, Dia is only half as effective on... Achso, das Sick ist jetzt quasi dieser nach Tired. Mhm. So try not to get sick, hey? Das haben sie gesagt, das kann die Leute anstecken, haben sie, glaube ich, mal erzählt, oder? Stimmt! Aber ich dachte, das... Stimmt, jetzt ergibt das Sinn. Und du meintest, so eine Statusveränderung. Ja, aber ich habe halt gedacht, Sick ist irgendeine Krankheit. Ist es ja mit der Fingern eine Statusveränderung. Wenn wir müde sind und uns trotzdem verausgaben, werden wir krank. Ah, und damit können wir andere Leute an... Okay. Wieder was gelernt. Wollen wir in die Karaoke-Bar gehen? Oder halt wirklich mal Zeit, schlafen? Konnten wir also von der Karaoke-Bar zurückkommen, immer noch die Wahl haben zwischen Lernen und zeitig ins Bett gehen? Nee, daher war nur schlafen gehen. Und, ach so, ja. Generell schlafen. Ach so, wir hatten Karaoke und Lernen. Kann sein, dass das zu viel war. Na, dann machen wir heute entweder... Mach mal Talk. There are three advantages to knocking an enemy down. First, if all your enemies have been knocked down, you can perform an all-out attack on them. Second, an enemy that has been knocked down will be unable to dodge an attack. Third, you can alter the attack order of an enemy that is down. Remember, in addition to attacking an enemy's weakness, you should also know your next course of action. Also würde ich sagen, entweder wir machen... Wenn wir wirklich nicht in den Tartarus gehen, müssen wir uns ja heute nicht zeitig schlafen gehen. Nö, also machen... Aber ich würde sagen, wir machen wir diesmal, wenn wir wieder meinetwegen sagen Karaoke, aber nicht Karaoke und lernen, sondern Karaoke und schlafen. Hm. Obwohl, ehrlich gesagt... Oder halt nur lernen. Oder meinetwegen. Ich will wirklich der Meinung, wir gehen halt mal Zeit schlafen. Ja, ich überlege. Ich habe Angst, dass wenn wir jetzt tired was machen, dass wir sick werden. Das wäre ja, freudig. Darum wird auch meine Aussage, trotzdem früh schlafen zu gehen. Lauffaul. Klar, lauffaul. Late night. Anscheinend hätten wir noch was machen können, wenn jetzt wieder late night ist. You are tired. You don't seem to be feeling well. Na klar, sleep early. Dann war es eine gute Entscheidung. Wir studieren noch nicht einen Tag vor. Nein, wenn jetzt aber late night, hätten wir auch evening was machen können. Da wären wir auch hier gelandet, ja gelandet, late night. Hätte, würde, könnte, sollte. Nee, ist nicht. Feiertag ist. Bing! You're no longer tired. Siehste? Super. Alles richtig gemacht. Junpei soll doch mal fit werden. Bisher ein fehlerfreier One. Today's Shower Day. Duschtag. Shower Day. Das ist der eine Tag im Jahr, wo man sich duschen geht. That's not school. The internet line should be fixed. Haben wir einen Computer? Achso, das ist zusammengeklappt, oder wahrscheinlich unser Laptop, oder? Mal sehen. Daytime.
Und sagt wieder hinlegt. Don't sleep, don't care what you're thinking. Ja, dann ist das ein Laptop. For the rest of the day. Wollen wir einfach mal spielen, wo wir darauf hingewiesen wurden? Ja, einfach um zu gucken, was es macht. Wir können nicht erstmal rausgehen. Ja, klar, gucken, ob wir mit irgendwelchen Leuten reden können, etc. Pipapo. Aber ansonsten würde ich sagen, einfach mal um zu gucken, was es macht, dass wir ein bisschen zocken. Okay. Also, weil abgesehen davon. Wir wurden ja oft darauf hingewiesen, wenn wir es nicht machen würden, wenn wir jetzt was anderes machen würden, könnten wir es halt an dem Tag nicht mehr. Mal abgesehen davon, dass wir bereits ein Spiel spielen. Also, wenn wir ein Spiel im Spiel spielen, also wäre das Gameception. Die Hölle los? Yo, what's up, man? A battle is a lot like boxing match. Speed is crucial. Whenever you want to attack an enemy or dodge an enemy's attack, you need to be quick. The higher we advance up Tartarus, the stronger our enemies will become. Welch eine Überraschung. Are you well equipped? I'm good to go, oder? Ja. Ich denke mal, bei einer Really wird sie uns nichts Besseres anbieten können, oder? Nee, glaube ich auch nicht. That's good to hear. You don't get, just don't get careless. Wollen die tragen beide Schal? Ist das so kalt im April, dort? Weiß ich nicht, vielleicht fühlen sie sich ein bisschen schal. Jeder Witz wird hier mitgenommen. Ja, da immer, wenn ich schlechte Witze mache, regst du dich nur auf. Wir gehen jetzt Computer spielen, ganzen Tag. Because we can. Also in der Realität würden wir niemals irgendwas spielen am Computer. Und schon gar nicht den ganzen Tag. Nee, also und schon gar nicht an einem Feiertag oder Sonntag. Nee, also viel bessere Dinge zu tun. So masturbieren. Und jetzt sind wir aber ehrlich, aber wir würden wahrscheinlich kein MMO spielen. Sowas wie masturbieren steht gar nicht zur Auswahl, oder? Oh, wissen wir das nie? Play the MMORPG. Jetzt will ich aber eine Szene sehen, ja. Oder willst du uns ein Minispiel zum Spielen geben? Weil da spielst du mit einer Hand. Flick an den Bildschirm. Spring, the year 20XX. You have one message. Von Junpei. From Phil. Reality is just a series of events and players acting out what they believe is real. When we accept the fact, our world becomes reality. Reality is but a reflection of our thoughts and expectations. Ich hab langsam das Gefühl. Achso. But, what, du kannst es uns sagen. Dass wir abends eventuell auch jetzt immer als Zwei zwischen Computerspielen und Studying haben. Denke ich auch. But, what if we were merely reflections in another's mirror? Are you prepared to look through that mirror to discover the truth? Ich wette, das ist sogar wichtig für die Story hier. Ich wette nicht. Inside Lunar Vale Hospital. There are one player in the area. A reporter approaches. Girl in grey. Sup? XD. Ethel. Oh wait, are you a noob? Are you are, huh? ASL? Weiß ich nicht. Wie auch immer. Oh wow. Ich spreche die Frau so ein bisschen. Okay, fine. You haven't even finished generating your car yet. Welcome to the game. Good thing I'm using my low level alt. I think it's just you and me. This is kind of a dead MMO these days. What name should I use? It's not popular anymore. What name should I use, oder? Wir fragen doch nicht sie, wie wir unseren Charakter nennen sollten. Fühlt sie sich dadurch gut? Vielleicht machen wir eine Online-Freundschaft auch. Na gut, dann frage ich sie, wie wir uns. Hast du das Unterste genommen? Ich hätte das Untere genommen. Weil ich bin der festen Überzeugung, ich frage mich andere Leute, wie ich meinen Charakter nennen soll. Okay. Sorry, I got kinda OOC there. We are supported to be alternate self, right? Oh yeah. So. What are you gonna call your character? We can meet up later. Hey, I got a good name for ya. How about Tatsuya? Haha, that's good emo, in my opinion. I change mine to Maya, okay? Have a little deja vu? Jeez, that's clever. Nehmen wir das erste. Ja, auch wenn es wirklich ist, I don't get it. Weil ich verstehe es wirklich nicht. Das oberste, oder? Ja, wenn du jetzt sagst, du willst dich mit ihr anfreunden, aber natürlich. Ich verstehe es wirklich nicht. Oh really? I'm impressed. I didn't think many people played that. Well, if you see any jokers, be sure to rescue me, okay? Anyway, I'm usually idling here on my nudist. Hey, vielleicht ist sie ja auch ein Social Link. Ich will mich nicht gleich mit den Leuten... Eventuell ja. So. Selbst wenn, wir können uns ja mit ihr anfreunden. Wir müssen ja mit ihr nicht anfangen. So if you're bored, maybe we can level together. It sucks to me, Lonnie. Vielleicht ist es ja auch... Yuka, wie...
met a person online who uses a character named Maya. Ich fass es echt nicht. Du kriegst die Tür nicht zu. Ich frage jetzt, wir hätten es wahrscheinlich so oder so bekommen, denke ich mal. Weil das ein Intro war von dem Social Link. Denke ich mal, hätten wir sowieso bekommen, oder? Du kriegst die Tür nicht zu. Komm, wer bist du? Die Neuen. Neuen? Great Hermit. Achso, der Eremit, ja, okay. Gut. Was ist der Eremit? Na, so ein einsamer, der sich so auf eine Reise begeht, alleine, um stärker zu werden eigentlich. So nach dem Motto. Und das passt, weil sie alleine in einem... Sorry, got to go. Remember, let's think positive, Christo. Maya's player signed off. You decided to log out as well. Also das ist quasi, weil in diesem Spiel ja kaum noch Leute sind, ist sie quasi der eine Eremit in dieser Welt. Darum hat sie die Eremitenkarte. Oder ist sie die Eremiten-Arcana Social Link? Ja, Abend ist vorbei, wir können gar nicht in den Tartarus gehen an dem Tag. Okay, gut, gut. Hör mal wieder Rumors. Okay. Direkt Afternoon. So ist gut. Und das ist Donnerstag? Okay. Oh, jawohl. Der Geschichtslehrer, der war es auch du. Let's see. Today's lecture will cover the ancient tombs. Die alten Gräber. I don't know. Do you think any of this is relevant? I mean, I can make better tomb decorations than the ancients. I can't wait until we get to the Senguro era. It's so exciting. Speaking of the Senguro era, there was a general who was called the Warhawk of the battlefield. The teacher keeps talking about Senguro era. Senguko era. There's a cow in the air. You feel tired. Egal, wir passen auf. Nee. Oder? Laut, egal, wir passen auf. Wir haben bisher immer aufgepasst. Stay awake. And that's how the period came to be known as the Senguro era. Senguko era. Who? You want to hear more about the ancient tombs? Well, if you insist, study the Kidura tomb in Nara, because it'll go on the exam. Siehst du? Und jetzt haben wir aufgepasst. Das sind viele Lehrer, die sagen, komm dran, nur damit die Leute aufpassen. Ja, eh nicht, aber du hast offscreen dich mit mir unterhalten, wie du wahrscheinlich dir vorstellst, wie die Prüfungen ablaufen könnten. Und jetzt haben wir einen Hinweis über die Prüfung bekommen, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Prüfung bestehen, höher, weil wir jetzt einen Hinweis bekommen haben. Denke ich. Ja, you stayed up and listened to the lecture. Academic has increased. Außerdem das. Wir spielen hier nicht, wie wir wirklich spielen sollen, wir spielen hier. Ja, natürlich nicht. Wenn wir wirklich Spiel machen würden, wäre ich auch nicht mit dem Typen in den Ramen-Shop gegangen, sondern wäre wahrscheinlich wieder mit Mitsuru nach Hause gegangen. Also. Ich würde wirklich mal meine Statuswerte angucken, ob sich da wirklich was verändert hat. Und wahrscheinlich würden wir auch ein, zwei Mal joggen gehen und nicht immer nur irgendwelchen Schwachsinn machen. Aber ja, scheint man echt oft diesen, deinen Wert hat sich increased zu bekommen, damit sich das mal wirklich auswirkt. Also, da ist ja bisher noch gar nichts zu sehen. Bei der Wahl der beiden würde ich wieder mit ihm gehen. Oh, Yugari ist wieder. Weil er halt wirklich wichtig ist und der andere ist. Heute ist Donnerstag, wir können auch nicht in die Student Council gehen. Nee. Hey, Harald Kuhn. I heard you joined the track team. They said they're counting on you. Good luck. Das wollte ich jetzt. Sind wir tired? Nee, wir sind gut, weil da stand hier viel tired. Ich dachte schon, das ist wieder so eine Bezeichnung. Nein, das war im Unterricht, weil der Lehrer quarkt die ganze Zeit. Bevor ich mit ihm rede, würde ich auf jeden Fall noch mit dem anderen reden wollen. Ja. Mal gucken, was. Ob er wieder was machen möchte, ja. Wir können natürlich auch einfach aus der Schule rausfahren. Wir können auch woanders hingehen. Nach ja, der klar. Schule. Weil wir könnten auch was anderes machen, oder? Wir sagen halt, wir machen erstmal den Magician. By the way, have you ever heard about our school's gourmet king? Well, I heard he knows more about food than anyone, Mom. People are always asking him for recommendations on where to eat. Well, I major in noodles, but there's nothing he can tell me about ramen that I don't already know. I mean, I heard he goes to Hagakure and orders rice-based dishes. What a loser! I guess he's really into sandwiches now, so he's always hanging around Polonia Mall. I wonder who he is. Okay, das ist wahrscheinlich einer, mit dem wir auch ein Social Link machen könnten, weil darum steht er in Rot und wir haben ein paar Sandwiches gekauft. Also wenn wir zum Polonia Mall gehen würden, könnten wir eventuell einen neuen Social Link machen. Das ist ja die Frage, wollen wir mit Kenji uns treffen, um da weiterzumachen oder wollen wir den neuen erstmal freischalten? Ich würde jetzt in Polonia Mall gehen. Oh, den neuen freischalten, ja. Klingt auf jeden Fall erstmal sinnvoll. Weil ich sage, erstmal alle haben ist erstmal wichtiger als einen. Genau, vielleicht haben wir später eine andere Arcana von einer anderen Klasse. Genau. Trotzdem, ist dazu, weil du hast das gesagt. Yeah. It's a daily routine. Joggen wäre mir. Ja gut, da gehen wir halt nicht joggen zur Note. Ich weiß nicht, ob das Social Links irgendwann, wenn man es gar nicht macht, irgendwann ausschraubt. Nein, glaube ich. Ob die sagen, ihr habt nie gejoggt, schmeißen wir euch raus aus dem Joggen. Obwohl, stimmt, es stand ja auch da bei diesem Gebetsschrein, man kann auch Social Links, die gebrochen sind, wiederherstellen. Das heißt, es könnte natürlich sein, wenn wir nie zum Joggen gehen, dass der Typ dann irgendwann sagt, du bist total faul und wir wollen dich nicht mehr haben und dann bricht der Social Link.
Natürlich haben wir irgendwann, wenn wir jetzt die ganze Zeit so viele Möglichkeiten haben, man können kann irgendwann nicht alles machen, richtig. Melon Bread. Haben wir noch nicht, genau. Also kaufen wir erstmal davon überall eins, weil gerade wenn es heißt, der Gourmet-König mag aktuell Sandwiches, sollte man vielleicht die Brötchen ja kaufen. Und dann gehen wir einfach mal zum Polonia Mall. Findest du es, dass du beobachtet wirst? Okay, man dasselbe? Ja. School Entrance Way. Die wartet bestimmt noch auf ihren Boyfriend, schon seit mehreren Folgen. Polonia Mall direkt, ja, oder? Ja. Wie lange schnacken? Ich würde aber vorher, bevor ich mit dem Gourmet ging, würde ich in die Buchladen reingehen, um zu gucken, ob die irgendwas verkaufen. Ja. Oh, ach, das ist Polonia Mall. Na, das ist der Dicke da wahrscheinlich, der Gourmet King. Dann gehe ich erstmal in den Buchladen. Ja. Mal, weil dazu konnten wir bisher noch nicht rein, außer mit dem Social Link am Anfang. Ich will sehen, ob es da was gibt. Ja. Hier war das, oder? Ja, genau. Hier war du da. In den Schrein gehen wir das nächste Mal, wenn wir Afterschool wirklich keinen Hinweis haben, was wir zu tun haben. Können wir mal in den Schrein gehen. Ja. Oder wir joggen halt mal einmal. Ne, hier geht's ja weiter, genau. Aber nicht hier, sondern links. Hier. Ja, über die Straße rüber und dann sind wir da. Manchmal kommen wir aber auch woanders raus. Bookworms, used books. More time after school at the bookshop? Nein. Ah, okay, dann ist quasi die Option nur, wenn du dorthin gehst, wird einfach der Kana für. Fuck, was war das nochmal? Das ist noch so ein Social Link. So viele Möglichkeiten. Ja, den haben wir ja auch schon. Dann holen wir uns erstmal den neuen mit dem. Wenn es einer ist, ja. Du weißt aber schon, dass du den vorlesen musst. Du weißt auch, wie du den vorlesen musst. Ja. Sehr gut. Dass wir uns da einig sind. Mensch. The student's mouth is stuffed to the max. Can I help you? What are you reading? What difference does it make? You wouldn't appreciate the artful construction of this limited edition gourmet sandwich. Besides, after I've done with this, there's a restaurant I must visit. Ah, I'm so busy. You wonder if he's the gourmet king Kenji mentioned. He seems to be completely focused on eating and oblivious to all else. Perhaps you lack the charm to distract him from his echt. You need to be at least unpolished to get his attention. Good to wissen, Mumpf. Also welchen Social Link wollen wir stattdessen ausarbeiten oder machen wir was anderes? Hier waren wir bisher auch noch nicht. Achso. Aber wir scheinen noch überhaupt nicht rein zu können. Dann auch nichts Neues. Ja, das ist gleich. Alternativ, wir sind noch nicht in diesem Blue V drin gewesen, oder? Hm. Weil das ja abends immer zu hatte. Oh, wow, ist ein Schmuckladen. Ein Accessory Shop. Ah, hier kann man so ein Zeug kaufen. Luck increased by one, Agility, Endurance, Magic, Strength. Strength und Magic ist für mich das, was wir am ehesten brauchen. Hm. Hier HP und MB. Wollen wir einmal aber mitnehmen? Aber die kosten ja 3000, haben wir noch nicht. Strength einmal? Oder eher Magie? Na, oder ein Guard. Weil Offensive, jeweils einen mehr, ist halt je nachdem mit was wir angreifen, aber Guard ist immer, weil egal von was wir angegriffen werden. Okay. Außerdem hatten wir ein, zwei Momente schon, wo wir der Meinung waren, es wäre knapp gewesen. Und weil ja Harald, wenn er drauf geht, ist Game Over, durch mehr Abwehr erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht Game Over geht. Wir haben jetzt den Portable Player abgelegt. Die Frage ist, gut, mit der konnten wir nicht talken, also gehen wir wieder raus. Gut, dass wir das auch mal mitgenommen haben. Mhm. Was wollen wir jetzt stattdessen mit unserer Zeit machen? Also welchen Social Link wollen wir gucken? Wir können in den Buchladen gehen, wir können joggen gehen oder wir gehen mit dem Typen essen wieder. Ich würde einfach diesen Typ jetzt erstmal extrem wichtig achten, damit wir wirklich einen... Erstmal voll machen. Nicht, dass wir alle so ein bisschen haben, dann mich erstmal auf einen kaufen können. Ja, ist okay. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal... Also hier wollen wir seinen Plan wissen. Ja, also out of character jetzt, also out of game. Wir haben echt Interesse daran, aber in Wahrheit mögen wir ihn auch eigentlich nicht. Hallo, das ist mein bester Freund. Was? Machst du das Let's Play gleich alleine weiter? Ist doch, was du sagst. Der isst den ganzen Tag Nudeln. Der falsche. Gehen wir mal in die falschen Klassen raus.
Doch nicht, da hättest du auch mal reingehen können. Also, ja, hätte sein können. Hätte sein können, Punkt. Morgen ist 1. Mai, morgen ist Tag der Arbeit. Nicht in Japan. Nicht für Harald Kuhn. Hey, what's up? Ja, komm, lass uns nur den Essen. Eigentlich müssten wir auch mal joggen gehen, weil sie sagt, wir würden joggen, aber jetzt. Es gibt so viele Möglichkeiten, wir müssen uns ja eigentlich die ganze Zeit überlegen, was wir machen. Checken wir doch erstmal in Social Ring. Ja, Rang 3. Hatten wir ja gestern erst. Aber ich denke mal genau, wenn wir eine Person hatten, wo der Jogger gut dabei ist, dann könnten wir das besser machen. Hier kriegen wir ja Bonuspunkte, nicht wahr? Ja. Haben wir einen Jack Frost? Ne, können wir ja nicht, das ist Level 8. Wir sind nicht Level 8. Moment, haben wir den dann gerade gesehen? Das ist wahrscheinlich der nächste, der muss sich. Ach so, okay. Vielleicht levelt unser Nekomator auch auf, wenn wir uns oft mit ihm treffen, das weiß ich nicht. Hi, Will. Cool, so. Let's go, Samuel. Wo das wohl sein wird. Er hat davon gesagt, der macht einen Will. Wo das wohl sein wird. Vielleicht hat jeder Social Link sein eigenes Restaurant. Oh! Iwatudai Strip Mall, Hamburger Shop, Wild Duck Burger. Darum auch wahrscheinlich das Maskottchen. You hung out with Kenji for a while. The bond between you seems to be growing. The relationship could become stronger soon. Oh, das klingt dann noch ein Hinweis, oder? Ich würde eher sagen, das klingt nach, er hat uns nicht selbst gefragt. Wenn er uns selbst gefragt hat, ist es immer zwangsweise in Anführungsstrichen gewesen. Und das war jetzt einfach bloß ein, wir haben gerade nichts Besseres zu tun, darum machen wir mal was. Und dann werden wir jetzt wahrscheinlich keinen Rang hochbekommen. Okay. Getting klar. Darum ist auch hier nichts passiert mit seinem Plan. Das war quasi, wir haben Zeit mit ihm verbracht, aber es war nicht wirklich relevant. Oder es hat nicht für ein Level gereicht. Das heißt ja nicht jedes Mal, wenn wir nicht jedes Mal, wenn wir was mit ihm machen. Velvet Room Musik. Your cell phone is ringing. Voice on the phone. Hello, this is Elizabeth. Das ist die von Igor. Ja. Das ist die. Please come to the Velvet Room. There is a matter we need to discuss. You may use the alternate entrance located in Bologna Mall. All you must do is find the door. Das wissen wir ja schon, wo das ist. I'll see you soon. The phone call has ended. Ich denke mal, das klang jetzt nicht so, als ob wir das auslassen sollten. Nein, das ist jetzt. Das war der Plot-Hinweis. Where have you been? In der Schule. Aber wir können theoretisch schon nicht sogar auslassen. Aber der Typ ist immer noch nicht fit, der Junpei. Everyone seems to be healthy, okay. Wenn du nur bist, das machen wir trotzdem, please tell me. Müsste jetzt dann hoffentlich endlich mal wieder gut bei ihm stehen. Geht doch. Meine Fresse, hat er ewig gedauert. Es kann natürlich sein, dass das jetzt so ein Zwischenstopp ist. Er ist vielleicht schon wieder im Gutstatus, aber nach 2 Kills ist er wieder feiert. Da weiß ich nicht. Na, dann wäre ja noch schlimmer, weil viele Tage der jetzt schon Ruhe hatte. Okay. Analyze, okay. Ja, haben wir eigentlich schon den Ring automatisch ausgerüstet? Ja. Verteidigung hoch? Ja, habe ich gemacht. Okay. Also das war, als du gesagt hast, Headphones abgelegt. Okay. Ich würde erstmal zu Elisabeth gehen und wenn wir dann noch in Tartarus gehen, wollen wir wieder gehen oder wollen wir in der Nacht wieder Karaoke sehen gehen? Wir wollten Mittwoch gehen und jetzt ist Donnerstag, also gehen wir halt heute, weil gestern kommt man ja nicht. Ja klar, erst Elisabeth. Also wir hätten auch sagen können, wir machen noch einen Tag was anderes und machen dann den Freitag in dem. Weil dann schaffen wir in der Folge, können wir nächste Folge in Tartarus gehen, dann schaffen wir in der Folge, wenn wir jetzt Abend was anderes machen, sogar noch was anderes. Weil im besten Fall sagt uns das Elisabeth sowas wie, du hast jetzt genug Bonds, wir schenken dir den Super Arcana. Bläugiger weißer Drache oder sowas. Vielleicht war das doch der Hinweis, the relationship is growing stronger mit Social Links, dass sie jetzt deswegen angerufen hat. Dass sie jetzt sagt, das nächste Mal, wenn das passiert, dann oder was auch immer. Genau, also. Warum theorisieren wir hier so viel rum? Wir erfahren es eh gleich. Let's go. Ja, Leute, du denkst, wir gehen jetzt dahin, wir gehen aber jetzt hier hoch. Die werden sich auch denken, in der Etage drüber, der Harald singt andauernd. Ja, ich verstehe mal, das ist unglaublich. Das haben wir alle schon rausgefunden, weil wir die Stadt schon erkundet haben. I am truly sorry to bother you, but I have a big favor to ask. I have been looking for someone with exceptional strength. Da bist du beim Falschen. If you don't mind, will you accept my requests? Some of my missions will require you to escort me around, but hoffentlich nicht so ein Escort-Ding, wo wir sie dann am Leben halten müssen. Of course, once each request is completed, I will have a reward for you. Welch eine Überraschung. I anxiously await your cooperation. Yeah. Okay. Side quests. How may I help you? Accept requests. Einfach mal anhören, was es so ist. Mal talken? About, oh, okay, dann ist das wieder was. Wir lesen es nicht vor, wir lassen es nur schnell lesen, nicht wahr? Ja.
Hm. Ich langsam auf die Kinder musst du sagen? Nö. Ich kann das, glaube ich, sogar schneller lesen als du. Okay. Das klingt nach Tartarus. Na, es sind einfach Quests halt. Und wenn du musst, um spätere Quests freizuschalten... Ich frage mich, ob wir die immer am Tartarus machen müssen, ob wir die überall machen können. Ich stelle mir schon vor, dass die wahrscheinlich alle was mit dem Tartarus zu tun haben werden. Ja, stimmt, die Beine ist auf Velvet Doom, ist ja Tartarus, ja. Defeated Enemies by the Year. Ja, Canceling, Belohnungen, Deadlines wäre noch was, was mich interessieren würde. Wir müssen also bezahlen, wenn wir den Request wieder zurückgeben. Scheiße. Okay, Geld oder nicht? Seltenes Item. If by chance we cannot carry more money. Was soll das denn? Dann bezahlt sie uns beim nächsten Mal. Achso, nicht Deadlines, wenn wir sie annehmen, du hast noch so viele Tage Zeit, sondern nur bis zum so vielten ist dieser Quest annehmbar. Und ausführbar. Und ausführbar, ja. Okay. New Request. Okay, also monatlich kommt Neues dazu. Vielleicht immer zum Monatsende, das ist der 30.12. vielleicht so genau. Ja. Und andere, wenn man erst manche bestimmte vorher gemacht hat. Mhm. Und wie sie ja vorhin schon gesagt hat, sie empfiehlt uns aber trotzdem, die Quests immer dann anzunehmen, wenn sie rauskommen, weil später bringen einem die Belohnungen, die man dafür bekommt, wahrscheinlich nicht mehr so viel. Hat jemand noch eine Weile Zeit? Aber das ist Mai, nee, wir eine Woche Zeit. I would like some pine. 5-2. Ist das, nee, das ist... Doch, das ist der 7. Mai, oder? In eine Woche Zeit. Oben steht der 4., der 30.4. ist das der 7. Ja. Mai. 5-2. Na, am 2. Mai, ja. Vielleicht tut es ein Bein. Archery Club. Gab's sowas nicht an der Schule? Archery ist das, wo Yukari mitmacht, weil es ist der Bogenclub. Mhm. Also nicht Bogenmusik, sondern Bogenschießen. Unten steht 2 Sterne bei Level. Yuzumuri. Katana von Table, First Block. Okay, Table hat man, glaube ich, jetzt Gegner noch nicht mal. Säbel ist der erste, heißt das erste Stockwerk im Tartarus. Achso. Vielleicht der Säbel auch das Gebäude, auf jeden Fall steht da mal. So, Perform Cadenza können wir machen, weil dafür müssen wir einfach bloß ausgerüstet. Nee, können wir es immer noch machen? Wir haben ja fusioniert jetzt. Wir können es nicht mehr, oder? Nee. Scheiße. Wir müssen uns Absaras eigentlich erstmal wiederholen. Und aber das unterste können wir jetzt schon machen, weil wir haben einen Muzzle Drink. Wir könnten ja direkt den Muzzle Drink geben. Und dafür bekommen wir 3 Revival Beats. I'd like to visit Polonia Mall. During daytime. Also anscheinend das ist nach der Schule mal zu ihr gehen? Ja. Okay. Retrieve the first old document. From the top of the first block. Achso, der erste Block heißt Table. So war das. Okay. Beetle Shell, haben wir das auch? Grave Beetles on Floor 6 bis 15 haben wir, glaube ich, noch nicht begegnet. Ja doch, Grave Beetles sind die Käfer mit der lila Maske. Okay. Also wir können auf jeden Fall jetzt schon mal das Muzzle Drink machen, weil den haben wir ja im Inventar sogar schon drin. Jawohl. I've never tried. Okay. Is it safe? Ja gut, okay. Das Quest Text. Zumal Muzzle Drink, hast du gesagt, kann zufällig, also belebt wieder mit zufällig irgendwas? Nee, heilt MP oder SP zufällig, was, zumindest war es früher so, und dann kriegst du eventuell eine Statusveränderung. Und Revival Beat war doch... Belebt wieder. Komplett oder nur Teil? Revival Beat war, glaube ich, das ein... Oh, Revival Gem, Revival Beat, ich eins von beiden heilt zum Park, heilt zum 5, 6 Lebenspunkte, dazu nur wieder lebst, und beim anderen wirst du voll geheilt. Ja, ich sage dann komplett oder nur Leben wieder. Beetle Shell, wir können es einfach mal machen, vielleicht haben wir ja aus Versehen eins. Ja, und ansonsten, wir kämpfen noch ein paar gegen ein paar davon. Aber sieht nicht aus, wenn sie. Genau, sonst hätte er wieder gesagt, wir haben das schon erledigt. Ja, guck mal, wer davon mehrere gleichzeitig nehmen können. Denke ich schon. Also, ich glaube, wir könnten sogar alle annehmen, wenn wir wollen. Ich
Perform Kadenz, hab ich gesehen. Ja, geht. Dann könnten wir ja alle, die eh kein Zeitlimit haben, permanent. Ach so. Genau nicht. Ach so. Okay. Ha. Das war natürlich doof. Aber immerhin wissen wir es jetzt ja. Dann können wir sie ja nicht, dann können wir die Polona mal. Wie kostet das, wenn ich das wieder abgebe? Ich hoffe, es geht. Oh, wir haben doch was. Wir haben Kadenz am Ach, generell überhaupt mal machen. Ah, okay. Okay, na, das ist ja super. Richtig gut. Aguilar, wir können Feuerstufe 2 zaubern. Aber nur als Item. War ja 5-mal der Gem. Und dann würde ich noch sagen, uns Perform, die... Perform Jack Bros ist neu. Das haben wir ja noch nicht, weil wir haben ja noch keinen Jack. Weder den einen noch den anderen. Jack Frost und wahrscheinlich Pyro Jack. Also mache ich gleich vor, hier Polona Mall ihr zeigen. Das nächste Mal, wenn wir mal am Tag Zeit haben. Kannst du jetzt schon mal annehmen. Wunderhübsch. Mal gucken, wie viel es kostet, wenn wir hier das wieder wegmachen. Wegen hier Pine Risen. Dann ich das. Gucken, wie viel das kostet. Soll ich vorher speichern, falls es sofort bezahlen ist? Ja. Save State Button. Achso. Ja. Warum? Na, weil wir vielleicht zusätzliche Quests bekommen und dann müssen wir sie eh bezahlen. Ja, aber jetzt brauchen wir es gerade nicht, also kannst du es ja noch drin lassen. Das können wir ja, wenn wir dann einen neuen machen wollen, können wir es immer noch rauswerfen. Hm. Und bis dahin, glaube ich, hatten wir schon Zeit, mit ihr durch die Mall zu laufen. At daytime, das heißt, wir können jetzt nicht mal in der Nacht einfach nach Polon. Nee, weil es ist ja Evening. Wollten wir jetzt noch in Tartarus gehen? Ja, nicht wahr? War unsere Aussage. Wir wollten erst sehen. Nee, für den Tag wollten wir nicht gehen. Nee, gerade eben hat man doch noch gesagt, weil wir am Mittwoch nicht gehen konnten, dass wir heute gehen wollten. Ich würde erstmal in Karaoke Bar gehen. Wir können am Freitag gehen, wir wollten in der nächsten Folge gehen. Ach so. Ja, natürlich in der nächsten Folge, aber ich dachte, dass das immer noch an dem Tag wäre. Ach. Ich will nochmal machen. Okay. Courage it is. You sang for hours and hours. So. Jetzt hat wieder die Frage, ob wir wieder schlafen gehen, ob wir nochmal lernen oder ob wir spielen wahrscheinlich. Ja, jetzt hätte ich gefahren, wenn wir jetzt lernen, sind wir wieder tired. Ja, aber pass auf, jetzt können wir auch wieder spielen? Nee, doch nicht. Okay. Wenn wir wirklich einen Tartus geben, dann würde ich jetzt die Sicherheitsvariante. Ja, klar, jetzt lieb early, damit wir morgen fit sind. Zwar jetzt sind wir vielleicht nicht nur in Good Condition, sondern vielleicht sogar in Great Condition. Ja. Was hervorragend wäre. Wenn jetzt Pech haben, kommt irgendein Event, weswegen wir jetzt nicht in den Tartus gehen können. Aber es ist Freitag, was auf Freitag schon los ist. Your condition improved because you rested. Yay, aber es steht nicht, dass wir in Great sind. Müssen wir nochmal auf Klo gehen dafür. 1. Mai. Thank God it's Friday. It's Friday, Friday. Gotta get down on Friday. Morning. It's getting warmer, huh? Well, it is May already. It's amazing how time flies. True. So much has been happening. You know, it doesn't seem like the number of apathy syndrome cases has been decreasing lately. Was ich mir gerade einfällt, weil ich gerade sag Mai, ich würde sagen, wir wollen auf jeden Fall den ersten Block würde ich abschließen wollen oder zumindest soweit kommen, bis diese Examen sind. Nicht, dass wir in der Examen ja vielleicht gar nicht in den Tartarus können. Ja, ein Examen ist. Nicht, dass wir dann sagen, jetzt müsst ihr studieren, lernen, machen. Ich denke, jetzt in den ersten 2 Maiwochen sollten wir den ersten Block auf jeden Fall fertig bekommen. Ja, wir sind ja schon im 10. Stock, wer weiß, wie weit das noch geht. Ja, dann sag ich, aber in den ersten 2 Maiwochen sollten wir jetzt den ersten Block fertig bekommen. We are the only ones who can fight the shadows, so I guess we should train more, so we're ready to... If anything like that comes up again. Ob das ein dezenter Hinweis ist, dass wir ein bisschen trainieren sollten? Oder dass bald sowas passieren würde? Weil in 8 Tagen ist wieder irgendwas ab. Me, especially. I don't wanna be a burden on anyone else. Bist du nicht. Bisher bist du unser Best-Hitter immer, wenn es gefährlich wurde. Weil du immer Vorteil hattest. So, jetzt zeigen wir ihr die Polonia Mall. Außer es passiert was. So wie jetzt. FYI, Akihiko-san's at the hospital getting a checkup. So? He called me earlier and asked me to bring him something. Yep, he knows who to count on. He only asked you because you don't have anything else to do after school. Hey, I resent that. I'm just kidding. So, what do you want you to bring? The class roster for 2E. What's he want that for? Wahrscheinlich neues Teammitglied. Well, I don't have practice today, so I'll go with you. You're coming too, right? Da hat sich wahrscheinlich unser Polonia Mall Ausflug erledigt. Also wir können doch nicht passen, aber das machen wir nicht. Nee. Wir haben bis für 7:15 Zeit, da wird sich schon irgendein Nachmittag finden, wo Eben. Wir...
wait a minute. Ja, wollte jemand alleine mit ihr gehen? Eigentlich wollte ich auch später ganz alleine gehen. What? Is there a problem? Well, it was me he asked. Well, it sucks to be you then. Oder haben wir jetzt noch Zeit? Nein, okay. Der sieht ja ganz anders aus heute. Is Akihiko-senpai... Achso, weil es jemand ganz anders ist. Oh, der sieht aber nett aus. Ja. In this room? By any chance? Wir hätten nochmal in den Tartarus gehen sollen. There you go. What are all of you guys doing here? We came to see you. But it doesn't look like anything's wrong with you. I'm just here for a checkup. Is that it, Aki? Yeah, thanks. I don't have time for this shit. Yeah. Who was that? A friend from school, sort of. You know how the number of apathy syndrome cases have been increasing? Well, he knows a few people who are suffering from it, so I was asking him about it. Hey, Junpei, did you bring what I asked? Of course, senpai. This big moment to shine. You should move your arm. Yeah, it's nothing. I've wasted enough time already. I need to get back to my training. Yeah, Gekko Khan's golden boy. He was born to be in the ring. Sometimes I really don't get you. By the way, senpai, why boxing? You mean, why did I choose that sport? Because it's man versus man. With the pure fists. Well, it's not the sport itself I like. I just wanted to learn how to fight. War ja klar. Halt doch fechten gehen können. I know what it's like to feel powerless. And I don't want to feel that way again. Backstory time. Besides, I'm curious to see how strong I can get. It's like a game, only I'm competing against myself. Okay. For us. Well, that's an interesting way of looking at it. You know, I'm into games too. Yeah, video games. So what's the problem? They're good for hand-eye coordination. Die Musik ist sehr, sehr bedrückend, oder? Ja, wegen dem Besuchermenschen. Welcome back. Okay. Das wird gar nicht mehr vorgelesen. It may take some time for Akiko to fully heal, and I don't want anything like that to happen again. Besides, the number of victims seems to have been increasing. I have a bad feeling about that. Yes, bad master is such strength as we can. So begin. Zur nächsten Folge gehen wir dann in den Tartarus. So sieht's aus. Den Meier reicht, wir haben gerade noch eine vielleicht wichtige Szene mitgenommen. Ich denke mal, wichtige Szene. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht musst du wohl streichen können. Gut. Das war's. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Wahrscheinlich bis Block. Also Block 1, Etage 15, oder? Wir machen so lange weiter, bis wir tired sind oder sterben. Ja, aber Ziel, würde ich mal sagen, ist, dass wir diesen nächsten Endboss-Raum machen. Oder Mid-Boss ja, genau. Oder was auch immer. Wenn wieder einer kommt am 5. Stockwerk, wer weiß. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.